Lukas Podolski übernimmt bei Das Supertalent. Eigentlich sind Dieter Bohlen und Bruce Darnell jahrelang die Gesichter der Castingshow. Mitte März wird dann jedoch überraschend verkündet: Die beiden sitzen künftig nicht länger in der Jury. Nachdem in den vergangenen Monaten viel spekuliert wird, steht nun endlich fest, wer den Pop-Titan ersetzt. Es ist Fußballstar Lukas Podolski. Von dem RTL-Zuwachs ist unter anderem Unterhaltungschef Kai Sturm hellauf begeistert. Wir freuen uns unglaublich, dass wir mit Lukas Podolski einen Weltmeister und Nationalhelden nach Köln zu RTL holen und als Juror für Das Supertalent gewinnen konnten. Beim Supertalent würden die Kandidaten immer einen Traum verfolgen. Der Profikicker, der früher selbst mal klein anfängt, sei deshalb ein tolles Vorbild. Und das Versprechen, das Das Supertalent abgibt. Lukas Podolski hat seinen großen Traum gelebt. Alle seine Erfahrungen und Gefühle passen perfekt in die Show. Lukas spielt zuletzt im türkischen Verein Antalyaspor und freut sich auf die neue Herausforderung. Das Supertalent habe ich immer gerne mit meiner Familie geschaut. Jetzt sitze ich bald selbst auf dem Jurystuhl. Ich bin gespannt auf diese und weitere neue Herausforderungen bei meinem neuen Verein. Und das in meiner Heimatstadt Köln. Dass der 36-Jährige nun einem neuen Verein angehört, macht RTL vor wenigen Tagen mit einer symbolischen Geste noch einmal ganz deutlich. Auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend ist, wird ihm ein Das Supertalent-Trikot überreicht. Für sein neues Team soll der Sportler laut Senderchef Henning Teves mehrere Jahre spielen. Wir freuen uns, dass er da ist und wollen ihn nicht so gern wieder gehen lassen. An seine neue Rolle als Juror muss sich Poldi allerdings noch gewöhnen, wie er offen zugibt. Es ist etwas Neues da zu sitzen. Man braucht etwas Eingewöhnungszeit. Ob er sich wohl ein Vorbild an seinem Vorgänger Dieter nimmt? Offenbar nicht. Er kommt aus einer ganz anderen Richtung, daher will ich mich nicht mit ihm vergleichen. Er hat das super gemacht, aber es wird jetzt eine ganz andere Show. Was wohl die Das Supertalent-Fans davon halten? Wie aus einer Promiflash-Umfrage hervorgeht, ist die Meinung zu Lukas' Übernahme sehr gespalten. Während 41,5% der 891 Wähler sicher ist, dass Lukas einen tollen Job macht, ist mit 58,5% die Mehrheit der Voter skeptisch. Der einstige Weltmeister sitzt jedoch nicht allein am Das Supertalent-Pult. Es wird spekuliert, dass Happe Kerkeling und Veronika Ferres ebenfalls mit von der Partie sind. Ob am Ende jedoch wirklich diese Jurykonstellation in der Show zu sehen ist und wie Lukas sich in seinem neuen Job macht, bleibt abzuwarten.